Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Gestern hatte ja der allererste amerikanische Server gestartet. Wir haben da drauf ein bisschen gestreamt gehabt. Ich hatte dann nachher den Serverstart nicht mehr aktiv weiter großartig verfolgt. Ich hatte, glaube ich, bis 17, 18 Uhr oder so gespielt und danach dann erst nochmal 10 Minuten bevor der Tag zu Ende gegangen ist. Also den Serverstart, den lassen wir mal ganz beiseite. Geschweige von den EU14 Serverstart. Da habe ich wirklich nichts gemacht, außer meine Alu gespielt. Also wirklich gar nichts gemacht, außer die Alu gespielt. Und bin trotzdem auf Stufe 23 gekommen, was sehr beachtlich ist. Auf jeden Fall war es für mich halt sehr schwer, zwei Server zu carryen. Deswegen wird das wahrscheinlich auch sehr schnell wieder abgelegt werden. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir gucken uns den amerikanischen Server an und vergleichen den jetzt mal mit den europäischen Server. Denn ich hatte schon die leise Vermutung gehabt, dass das so in die Richtung gehen kann, aber hätte nicht gedacht, dass es dann doch so extrem kommt. Und zwar schauen wir, wie viele Spieler sich registriert haben. Und zwar sind es jetzt mittlerweile 3055 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben es jetzt gerade 7 Uhr morgens. Ja, ich komme gerade aus der Nachtschicht. Und ich hatte gedacht, oder ja, ein paar Leute im Chat gestern auch, als der Server gestartet hatte, haben sich, glaube ich, so 2200 oder irgendwie so Spieler registriert gehabt, und wir haben gedacht, okay, die Alu wird ja hier auf dem Server um 6 Uhr morgens geresettet, und zu dem Zeitpunkt, wo hier Server startet, war dort noch quasi sehr früh morgens und da hat noch keiner irgendwie gespielt. Deswegen haben wir gedacht, okay, abends wird es vielleicht besser, dass mehr Leute auch dazu kommen, in Amerika den Server hier zu bespielen. Aber es sind tatsächlich ja vielleicht nochmal bis jetzt circa 500, 600 registrierte Accounts hinzugekommen. Davon möchte ich nicht wissen, wie viele Accounts europäischer Herkunft sind, so wie meiner jetzt als Beispiel. Ja, Leute, die aus Europa kommen und sich einfach nur mal den Server anschauen wollen. Ich glaube, der Betrag der wirklich amerikanischen Spieler ist irgendwo im dreistelligen Bereich. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der Server ist wirklich nicht stark, muss man sagen. Der ist dünn besiedelt. Ich hatte selten einen Server gehabt, der wirklich so underperformed hat von der Spielerzahl her. Es hat natürlich auch Vorteile, muss man sagen, denn für die Leute, die sehr günstig, sehr weit oben mitspielen wollen, dann könnte das eventuell der Server für euch werden, ja, weil hier braucht es nicht viel an Pilzen, um sehr weit oben zu stehen, ja, das ist ein Vorteil, aber auf lange Sicht würde ich euch, glaube ich, diesen Server nicht empfehlen, der sieht mir sehr inaktiv aus, beziehungsweise das Potenzial ist nicht so da. Wir vergleichen das mal mit den europäischen Server 14, was jetzt auch bei, um Gottes Willen, kein Hype-Server ist. EU14 ist jetzt, ja, ne, nichts Besonderes, sag ich mal so, ne? EU15, okay, gut. Ich denke mal, da könnten ein paar mehr Spieler wieder drauf joinen, geschweige EU20, denn wo wahrscheinlich sehr viele drauf warten, aber EU14 ist halt so auch so ein Zwischending. Und hier haben wir 15.000 Spieler, die sich registriert haben zum jetzigen Zeitpunkt. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass halt eben Amerika ein bisschen mehr performt. Und ja, das ist halt eben das Problem, dass das Spiel befindet sich hauptsächlich halt eben auf dem europäischen Markt, muss man sagen. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, die deutschsprachigen Länder so. Polen, Tschechien sehr stark. Ne, das sind so die Hauptländer, sag ich mal, die halt Shakes and Fidget spielen. Und jetzt hat halt eben ein Server in Amerika aufgemacht. Ich muss sagen, die Connection ist wirklich gut. Also da kann man wirklich nicht meckern. Es ist so, als ob man auf einem europäischen Server so auch spielt, ne? Also da kann man wirklich nichts sagen. Das ist ganz, ganz gut gemacht auf jeden Fall. Definitiv nicht verkehrt. Und langfristig sehe ich hier momentan gerade noch kein Potenzial auf dem Server. Ich hatte wirklich, wie gesagt, selten einen Server gesehen, wo so wenig Spieler drauf spielen. Das ist natürlich, was kann man dagegen jetzt machen, ist so die Frage, ne? Hatte ich mir jetzt auch so gestellt, okay, sie haben jetzt versucht,
ihre Spielerschaft zu erweitern im amerikanischen Raum. Es wird ja auch in den Streams und so und auf den Social Media Plattformen wird ja auch hauptsächlich Englisch geredet. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt gar keine englischen Zuschauer erreichen, beziehungsweise Englisch ja von vielen so halt eben die Hauptsprache ist, sag ich mal. Ne? Nichtsdestotrotz sind sehr wenig Spieler hier eben auf dem Server so. Ne? Was jetzt halt eben helfen könnte, um so einen amerikanischen Server zu beleben, wäre halt einen amerikanischen Content Creator an Land zu holen, so wie es bei uns im deutschsprachigen Raum auch ist oder ne, in allen anderen Ländern, wo das der Fall ist, kann ich mir halt eben ganz gut vorstellen, dass man eventuell einen amerikanischen oder halt eben einen englischsprachigen ne, Content Creator holt, der halt eben seine Community so ein bisschen aufmerksam auf das Spiel macht, so und dann halt eben ja, eventuell Anreize dafür sorgen, dass man halt eben als ja, neuer Spieler, der noch gar keine Berührungspunkte mit Shakes hatte, eventuell zu diesem Game zu finden. Und ja, das wäre so, weiß ich nicht, das wäre so das, wo ich das sehen könnte, okay, so könnte man halt eben solche Server noch in Zukunft ein bisschen pushen und in anderen Regionen auch verbreiten. So, ne? Weil ich glaube, in Amerika, die haben, es gibt natürlich ein, zwei Spieler so, Strider ist natürlich bestes Beispiel, ne? Da ist das wahrscheinlich auch drüben angesiedelt so, ne? Aber viel, viel geringer als bei uns jetzt hier als Beispiel, ne? Und bei uns, muss man ja dazu sagen, ist ja Shakes & Fidget eigentlich auch eher ein Nischengame, ne? Das ist jetzt auch nicht so extrem bekannt, muss man dazu sagen. Es hat eine relativ kleine Community, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Spielen so, ne? Ja, und deswegen ist das natürlich auf jeden Fall ein mutiger Schritt gewesen von SF. Ne? Ich fand es halt auch sehr interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, dass das aber ja, so wenig Spieler hier auf dem Server sind, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Allerdings hatte ich immer im Hinterkopf so ein bisschen gehabt, okay, das könnte halt auch hart floppen, das Ding. Ne? Ich hatte ja auch ein Video gemacht dazu, SF Goes America, ne? Und ob das Ding jetzt floppt oder toppt, ne? Und dann ist es dann tatsächlich eher das erste geworden. Ja, also schon sehr interessant das Ganze hier. Und das ist auch hauptsächlich das, warum ich eigentlich die Accounts hier auf den Servern auch erstellt habe. Um das Ganze mal so ein bisschen mit zu begleiten und zu beobachten. Ne? Nicht um jetzt hier Tryhard selbst mitzuspielen. Aber ja, interessant ist es trotzdem alle Male. Das muss man auch einfach mal so festhalten. Weil es halt jetzt einfach mal was komplett anderes ist, so als das, was man jetzt bisher so kannte. Ne? Ja, deswegen bin ich gespannt, wo die Reise mit dem Server hingehen wird. Wie gesagt, ich sehe da einen amerikanischen Content Creator, der das Ganze pusht in der Zukunft so, weil man sieht ja, wie gesagt, so auf Instagram sind ja Shakes & Fidget auch sehr groß und ich glaube, ja, das ist ja so. Ich glaube, keine Ahnung, TikTok habe ich gar keine Ahnung, muss ich sagen. Ich habe TikTok selbst nicht, ich glaube, die sind auch auf TikTok, aber ich habe keinen Plan, wie groß die da sind. Aber da wird ja auch hauptsächlich der englische Content halt eben erstellt und eigentlich dürften sie ja auch diese englische Zielgruppe irgendwo auch abholen können. Ne? Nur ist es halt eben dort drüben über den Teich halt noch nicht so angekommen, das Game, dass man, ja, das... Weiß ich nicht, vielleicht lohnt es sich ja auch schon, dass sie die 3000 Spieler gestartet haben. Kann ja sein, dass sich das jetzt schon rentiert hat, aber ja, das ist natürlich alles ziemlich fraglich, sag ich mal. Ne? Deswegen, ich werde euch weiterhin berichten, wie es hier so aussieht auf dem Server. Gerade so den amerikanischen Server werden wir so ein bisschen hier und da mal mit vergleichen. Auch die Spielerschaft natürlich. Wie die sich hier so entwickelt und wer hier alles so am Start ist, vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen für wie lange auch, das ist auch so das Ding. Ja, nochmal ganz kurz vielleicht zu unserer Gilde, der Spieleboy hatte mich gefragt, ob ich hier nicht mit dabei sein möchte und ja, dann haben wir einfach, habe ich einfach gesagt, ja, okay, spontan so irgendwie, weil ich den Namen schon für Spieleboy recht häufig gelesen hatte, dann haben wir alle, ja, im Stream dann halt eben in die Gilde eingeladen, so großartig und ist auch der Beitritt ist auch für alle Leute hier frei. Warte mal, wie war das denn hier? Achso, die Leute sind wahrscheinlich eingeladen jetzt, gehe ich mal von aus, keine Ahnung. Aber es ist jetzt nichts Tryhardiges hier so, es ist eine Free-to-Play-Gilde. Der Gorgos ist hier auch am Start, Grüße gehen raus. Und ja, wie gesagt,
Ne? Hauptsächlich ist es bei mir halt eben Account zum Beobachten, wie sich der Server weiterhin so entwickelt. Ja, falls ihr hier auf dem Server spielt, sagt mir sehr gerne Bescheid, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ja, auf EU14, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich auch bald die Gilde verlassen müssen. Ich hatte hier auch schon gesagt gehabt, das war auf jeden Fall ein bisschen zu stressig hier auf jeden Fall alles für mich. Deswegen, ja, muss man da halt eben das einfach so hinnehmen, auf jeden Fall. Ne? Genau. Ja, hier wurde auch schon eine Paysafe-Card gegönnt. Fand ich auch sehr ehrenhaft hier von Hasu. Kennt man auch auf jeden Fall den Namen von früher noch. Hat man schon lange nichts mehr gehört, aber auf jeden Fall, ja, hier einfach mal eine 100er Paysafe-Card hier einfach mal in der Gilde gedroppt. Ist natürlich sehr, sehr geil. Ja, ansonsten war es das soweit erstmal von mir. Erwartet nicht, dass ich hier zu hoch bin in der Ehrenhalle. Es wäre wirklich mal jetzt die Gelegenheit zu sagen, okay, wir halten jetzt mal hier oben mit, ne? Aber ja, es gibt für mich da tatsächlich da jetzt nicht so die Anreize, da jetzt hier so reinzugehen in die Masse, auf jeden Fall. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag noch, ein schönes Wochenende, ja, und falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten hören und sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.